Zur Forschung gekommen bin ich über das Studium. Da habe ich im ersten Studienjahr einen Dozenten kennengelernt, von dessen Arbeit ich so begeistert war, dass ich auch selber unbedingt sofort im Labor arbeiten wollte. Und so bin ich in die Forschung hineingerutscht. Ich habe tatsächlich kein klassisches Abitur gemacht. Ich habe eine Lehre gemacht, als ich 16 war, und habe dann erst mit 24 mein Abitur an der Abendschule nachgeholt. Und diese Lehre, die ich gemacht habe, war eine Elektroniklehre. Das waren die frühen Zeiten der Computer. Und für mich war es damals klar, dass ich Informatik studieren wollte. Und während ich dann so drüber nachdachte, fiel mir auf, dass die Biochemie doch sowas wie die Informatik des Lebens sein sollte. Das Helmholtz-Institut ist ein Forschungsinstitut, das die Helmholtz-Gemeinschaft zusammen mit der Universität Würzburg hier gegründet hat, um an diesem Institut RNA-Forschung zu betreiben, und zwar von Infektionskrankheiten. Das Institut profitiert von der Universität, weil es sehr nah am Studium dran ist und wir tatsächlich auch die Forscher für die RNA-Forschung und die Infektionskrankheiten genau dort ausbilden können. Andersherum ist es so, dass die RNA-Forschung und die Infektionsbiologie zwei Säulen der Biomedizin an der Universität sind. Und mit diesem außeruniversitären Institut bekommen wir extra Forschungskraft. Der Schwerpunkt im Helmholtz-Institut insgesamt ist, über das Verständnis von RNA die Vorgänge bei Infektionen besser zu verstehen und RNA auch als mögliches Medikament oder als Ansatzpunkt für Medikamente zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu nutzen. Wir haben immer weniger Antibiotika, gegen die es noch keine Resistenzen gibt. Und gleichzeitig gibt es sehr wenige Antibiotika, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten neu entwickelt worden sind. Alternative Methoden und alternative Ansätze sind deswegen notwendig, weil wir Resistenzen überwinden müssen. Und dazu braucht es also neue Wege, die wir gehen wollen. Und einer dieser Wege sind RNA-basierte Antibiotika, bei denen wir RNA als Zielmolekül nutzen, um essentielle Gene in Bakterien auszuschalten und diese damit umzubringen. Ein riesengroßer Vorteil ist, und das kennen wir bei keiner anderen Molekülklasse, dass sie programmierbar sind. Sie funktionieren darüber, dass wir modifizierte Nukleinsäuren verwenden, die an RNA sozusagen Basenpaaren. Und diese Basenpaarung hat ihre eigenen Regeln und diese Regeln kennen wir und wir können deswegen diese Antibiotika auch bei einer möglichen Resistenz immer wieder neu programmieren. Der Darm des Menschen ist von nahezu 1000 verschiedenen Bakterien besiedelt, dem sogenannten Mikrobiom oder der Mikrobiota. Wenn Sie normale Antibiotika nehmen, dann können Sie natürlich bestimmte krankheitserregende Bakterien im Darm damit ausschalten. Was dann aber passiert, ist, dass Sie auch diese anderen, vielen anderen nützlichen Bakterien im Darm damit treffen. Mit RNA-basierten Antibiotika können wir ganz spezifisch gegen eine bestimmte Bakterienart vorgehen, diese eliminieren und dabei den Rest des Mikrobioms unangetastet lassen. RNA-basierte Antibiotika werden momentan noch nicht angewandt. Sie sind noch in der Entwicklungsphase. Wir wissen, dass es im Tiermodell gut funktioniert. Wir können mit diesem neuen Typ von Antibiotika tatsächlich schwere Infektionen völlig ausschalten. Für diese RNA-basierten Antibiotika sehe ich ein großes Potenzial. Die Frage, wann das in die Klinik kommt, kann ich an dieser Stelle noch nicht beantworten. Es gibt noch eine ganze Menge Entwicklungsarbeit dazu zu leisten. Eine der schönsten Dinge in der Wissenschaft ist, dass man nicht nur lokal, sondern auch mit Selbstverständlichkeit international mit anderen Forschern zusammenarbeitet. Das sind oft, weil man mit denen über Jahre zusammenarbeitet, oft auch gute Freunde. Was an der Forschung faszinierend ist, dass sie jeden Tag etwas Neues entdecken können, dass sie auch mit Menschen zu tun haben, die selber für etwas brennen, die etwas herausfinden wollen. Gleichzeitig ist es so, dass sie auch eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen müssen und der Erfolg ist dann, wenn man ihn hat später und das herausgefunden hat und nach ihm gesucht hat, ist dann auch umso schöner. Mein Name ist Jörg Vogel, ich bin RNA-Forscher, Mikrobiologe und Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg. Ich leite ebenfalls das neu gegründete Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung hier in Würzburg.